Was geht ab YouTube? TechTix ist wieder back am Start mit einem neuen GTA 5 Video. Und zwar habe ich heute mal wieder für euch eine richtig einfache RP-Methode. Die ist unlimited und einfach für alle Konsolen und Solo. Das ist sehr wichtig, die Solo. Mehr dazu kommt aber nach dem Intro, wisst ihr ja Bescheid. Und der Grund dafür, dass dieses Video so spät kommt, ist einfach, dass ich so viel zu tun hatte, krank war und alles drum und dran. Ich komme jetzt eben von meiner Fahrschul-, also Praxisprüfung, hab sie bestanden, freue mich gerade richtig, bin gut drauf. Deswegen dachte ich einfach, ich hau jetzt die ganzen Videos raus, die ich alle nicht raushauen konnte. Und ja, das ist jetzt ein RP-Glitch, den solltet ihr irgendwie bestimmt mal gesehen haben oder sowas. Aber der klappt auf jeden Fall noch. Ich habe den heute gemacht, am 27. Und ja, ansonsten kommt jetzt erstmal das Intro und danach das Video. Viel Spaß! Und ja, natürlich über 80 Likes oder sowas würde mich auch wieder über extrem freuen. Und das würde mir dann wieder so Laune geben, irgendwie wieder weiter Videos zu machen, aktiv. Und ja, ansonsten kommt jetzt erstmal das Intro und danach das Video. Viel Spaß! Was ihr für den heutigen Glitch machen müsst, ist ganz einfach. Ihr müsst einfach nur eine Konsole haben, ein Headset, was funktioniert an der Konsole. Und dann müsst ihr ein Apartment haben, das ist auf jeden Fall klar. Da geht ihr dann in die Dusche, also ins Schlafzimmer, dann in die Dusche. Und da stellt ihr einfach in die Dusche und da könnt ihr so eine Option von wegen singen, steht dann da. Und dann packt ihr einfach euer Headset an irgendwelche Boxen oder sowas, lasst Musik laufen oder Kopfhörer macht ihr da ran. Da muss nur ein bisschen was an Geräusche sein, das nimmt er schon wahr. Und ja, dann legt sich dieser Balken unten rechts auf, das seht ihr auch im Hintergrund. Und dann kriegt ihr mal 20 RP dafür. Ist jetzt nicht so viel, also 20 RP, aber es sind RP. Und so kann man auf jeden Fall gut leveln, über Nacht oder wenn man mal raus muss oder sowas. Wichtig ist natürlich, dass der Controller irgendwie, der Stick in Bewegung bleibt, dass ihr den Controller dann so hinlegt oder ein Gummiband drum macht, dass der Stick irgendwie zur Seite zeigt. Das ist sehr wichtig. Ansonsten werdet ihr aus der Lobby gekickt und das Ganze läuft nur 15 Minuten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da, würde mich auf jeden Fall freuen. Und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt, was ich suchen soll oder irgendwas anderes, so Pläne oder irgendwelche Vorschläge. Und ansonsten, ja, sehen wir uns in dem nächsten Video, dann sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal. Und natürlich abonnieren nicht vergessen, um mehr solcher geilen Videos von mir zu sehen. Bis zum nächsten Mal.